Was würdet ihr euch denn selbst als Ratschlag geben, als Anfänger, wo ihr Anfänger wart und vielleicht noch dran überlegt habt, kann ich das überhaupt, kann ich die Akasha-Chronik öffnen? Welchen Ratschlag würdet ihr euch als Anfänger geben, jetzt, wo ihr am Ende des Seminars seid? Aus meiner eigenen Erfahrung wirklich sagen, ja, einfach mal loslegen. Einfach wirklich mal machen, den vor mir vergessen, sondern einfach nur, ich habe am Anfang wirklich gedacht, was du da siehst, kannst du nicht sagen, ist absoluter Blödsinn. Stellst du dich nachher heraus, das war genau richtig. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Erfahrung, wenn man weiß, man war richtig. Und dann traut man sich beim nächsten Mal schon wieder ein klein bisschen mehr. Aber einfach mit dem Sprechen anfangen. Dann fühlt der andere sich auch ernst genommen und fühlt sich sicher, bevor ich warte und kommt nicht einfach mal sagen. Oder auch nachfragen, kannst du damit was anfangen? Ganz Das war für toll, mich auch ganz sehr toll. hilfreich. Genau das sage ich euch ja auch immer. Fangt einfach an zu reden und dann kommen die Nachrichten schon durch. Wie mit dem Baseball, die Geschichte mit dem Baseball, die ich euch erzählt habe. Super, Ja. das freut mich. Danke, Dankeschön, meine gerne. Liebe. Guten Abend. Hallo. Ich dürfte das in der letzten Zeit ja auch aus großem Vertrauen gewinnen und danke Gruppe und danke dir natürlich. Alleine hätte ich es nicht geschafft, was Vertrauen angeht. Weil ich habe ja ganz viel auch gelesen und gehört, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ich könnte das nicht verstehen und nicht greifen. Aber danke, diese unheimlich viele Lesungen, die ich bekommen habe von den anderen und ganz tolle Menschen kennengelernt habe. Und das ist ja einfach berührt mein Herz. Ich bin so glücklich. Und seid nicht scheu, meldet, ja, tauscht ja euch aus. Und ja, und ich habe gedacht, ich mache das ja alles für mich. Und ich kläre das schon mit meinem Meister und Lehrer. Aber wir sind ja dafür alle da, um uns gegenseitig zu helfen. Und dann wird ja auch Vertrauen wachsen. Und danke, Sehr danke an euch alle, die mich schön. begleitet und mir geholfen haben. Es berührt mich jetzt gerade auch sehr. Das ist Ja, wirklich, schön. danke, danke, danke dir. Danke, ich Dankeschön. danke dir auch. Was bedeutet denn Vertrauen? Gib mir mal ein anderes Wort für Vertrauen. Ins Gefühl zu kommen. Ins Gefühl kommen. Einfach das Spüren und sehen und wirklich was die sagte, ja, einfach loslegen. Und das ist ja auch bei uns, bei dem ganzen Austausch. Es war ja kein einziger Austausch, wo man daneben gelegen hat. Es war ja immer alles passend, auch wenn das hier einfach ein Wort war. Aber da hat man richtig dann immer das getroffen, was zu treffen war. Ich Und hab mal im Wörterbuch geguckt, ob die da andere Worte für finden. Warte mal, weil manchmal, wenn man das so anders hört, zum Beispiel Vertrauen bedeutet, dass man auf jemand anderen bauen kann oder auch auf sich selbst, weil wenn man auf was bauen kann, da ist eine gute Fundamentation, weißt du, ja. oder dass man mit jemand anderem rechnen kann. Das hört sich auch anders an. Man kann sich auf jemand anders verlassen und natürlich auch auf sich selbst, auf jemand anderen zählen. Die Meister und Lehrer haben ja auch mal für eine Zeit lang immer gesagt, vertrau uns doch, trust us, trust us. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Und dann sagten die, wenn du hinfällst, fangen wir dich auf. Und das Bild, damit konnte ich was anfangen dann. Weil wenn man immer nur Vertrauen hört, ich Genau. verstehe genau, was du meinst, weißt du? Wie setzt man es um? Sehr schön. Ich würde auch wirklich mal jedem ans Herz legen, dass man ja auch Kontakt weiter beibehält und ja auch dieser Austausch macht, weil das ist so unheimlich reichvoll und mir fehlen einfach die Worte. Das ist einfach, einfach wunderschön. Schön, das freut mich sehr. Danke. Wir hören uns so ein paar Ja, Mal. also ich habe so den Eindruck, spielerisch, wenn man diese ganze Sache spielerisch angeht, ist es eine ganz wunderbare Sache. Also auch liebevoll und gütig mit sich umgehen, ja, mit Freude einfach an die Sache rangehen und spielerisch wie die Super. Kinder, ja. Soll man ja auch, ist ja auch ein Seminar, wo man was lernt und nicht ein Perfektinar, wo man sofort Genau. perfekt reingehen muss. Man kommt ja hierher, um etwas zu lernen. Danke, meine Liebe. Danke. Ja, mutig sein, Erfahrungen zu machen und auch den Kritiker einfach die Türe weisen.
dem inneren Kritiker meinst genau. du? Okay. Wie machst du das, dass du dem inneren Kritiker die Türe weist? Indem ich sage, eine Erfahrung ist wichtig, weil die bringt mich voran. Und oder mich lobe, also die guten Dinge sehe, die gelingen und den Fokus auf das Gute, was daraus geworden ist. Sehr schön. Danke, meine Liebe. Herzlichen Dank. Danke dir. Habt ihr denn noch Hinweise für mich, was ich besser tun kann, was ich besser machen kann, dass das Seminar besser läuft? Irgendwas? Nee, danke. Also ihr braucht keine Angst haben, ich höre mir es gerne an. Okay, da kommen ein paar Hände hoch. Und ich wollte mich auch bei allen bedanken, die für mich Lesungen gehalten haben. Da habe ich sehr viel daraus gelernt, nämlich da habe ich erkannt, es funktioniert und ich habe natürlich an diesen Antworten erkannt, das hat nur mit mir zu tun und das können die Menschen nicht erfinden und so weiter. Da habe ich natürlich die Zuversicht gekriegt, dass das funktionieren kann. Und jetzt am letzten Tag habe ich noch das Glück gehabt, dass ich das selber verhindern kann. Hallo. Ich möchte nur gerne was mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, wenn ich das hinhalte. Ich sehe ein Haus. Man kann es leider nicht sehen, weil als du gerade gesprochen hast, hier ist es sehr dunkel, erschien ein Regenbogen. Ah, oh, wie schön. Ich wollte es nicht teilen, aber man kann es leider nicht sehen. Ich habe es fotografiert, aber es geht irgendwie nicht. Aber so erzähle ich es euch so, stellt es euch vor. Danke, meine Liebe. Zeichen. Ja. Danke, meine Liebe, schön. Hallo. Hallo. Ich hatte eine super tolle Lesung, eine super tolle Partnerin und ich bedanke mich recht herzlich bei dir und bei allen meinen Mitschülern und Partnern. War einfach ganz, ganz toll. Danke. Danke, vielen Dank. Danke dir. Danke.